Herzlich willkommen zu Teil 35 der Reihe über Mengen, Abbildungen und Logik. Unser heutiges Thema ist die Überabzählbarkeit der reellen Zahlen. Wir haben die Tatsache bewiesen in den letzten Folgen, dass die Mengen der natürlichen, der ganzen und der rationalen Zahlen alle gleich mächtig sind. Als Formel geschrieben, dass die jeweilige Mächtigkeit der Mengen, also Q, Z und N, alle die gleiche ist, nämlich die Zahl, die unendliche Zahl, die wir alle Aleph 0 nennen. Und das trifft zu, vielleicht etwas erstaunlich, obwohl es ja scheinbar mehr und auch tatsächlich mehr ganze als natürliche Zahlen gibt und wiederum mehr rationale als ganze Zahlen. Die nächste kanonische, also natürliche Erweiterung des Zahlensystems sind jetzt die reellen Zahlen und die sind wiederum eine echte Obermenge der rationalen Zahlen. Das heißt, jede rationale Zahl ist eine reelle Zahl, aber nicht umgekehrt. Denn in den reellen Zahlen sind die irrationalen Zahlen enthalten wie Pi, E, Phi, Gamma oder Wurzel 2 und viele, viele andere. Und das wirft natürlich dann die Frage auf, sind die reellen Zahlen ebenfalls abzählbar? Und die Antwort darauf ist tatsächlich nein. Die sind nicht abzählbar, die sind also überabzählbar. Und es gilt tatsächlich also, dass die Mächtigkeit der reellen Zahlen echt größer ist als die Mächtigkeit der natürlichen Zahlen. Und damit auch automatisch, da ja die Mächtigkeit von n gleich der von z und q ist, ist eben die Mächtigkeit von r größer als die von z und auch größer als die von q. Und die Mächtigkeit der reellen Zahlen bezeichnet man mit der Zahl Aleph 1, was auch wieder keine konkrete Zahl ist, sondern eben eine Unendlichkeit, aber eine andere, eine größere Unendlichkeit als Aleph 0. Und der Beweis der Nichtabzählbarkeit der reellen Zahlen, also der Überabzählbarkeit, der kann durch Cantors zweites Diagonalargument geführt werden. Und wir werden mit dessen Hilfe zeigen, dass schon die reellen Zahlen in dem offenen Intervall 0 bis 1 nicht abzählbar sind. Und damit ganz sicher auch nicht die gesamten reellen Zahlen, die ja eine Obermenge dieses Intervalls sind. Tatsächlich sind die reellen Zahlen in einem beliebigen Intervall, egal wie klein das ist, bereits nicht abzählbar. Und der Beweis erfolgt durch Widerspruch, das heißt, wir nehmen zunächst an, dass die reellen Zahlen in diesem Intervall hier abzählbar sind und leiten daraus einen logischen Widerspruch ab. Wir nehmen also jetzt zunächst an, dass die reellen Zahlen in dem Intervall 0 bis 1 abzählbar seien. Wenn das so ist, dann gibt es eine Anordnung oder Reihenfolge oder auch Liste dieser Zahlen, die wir grundsätzlich hinschreiben können. Tatsächlich natürlich niemals, weil die Liste unendlich lang ist, aber es geht wiederum nur um die grundsätzliche Hinschreibbarkeit. Wir wollen also annehmen, dass das möglich ist, so eine Liste zu schreiben, und zwar wollen wir die in Form von Dezimalzahlen hinschreiben. Dann wählen wir eine Zahl x aus, die sich in der ersten Nachkommastelle von der ersten Zahl der Liste unterscheidet. Außerdem soll sich x in der zweiten Nachkommastelle von der zweiten Zahl in der Liste unterscheiden, in der dritten Nachkommastelle von der dritten Zahl und so weiter. Es gibt bekanntlich 10 Dezimalziffern, das heißt, wir können also immer eine jeweils verschiedene Ziffer wählen. Und die Zahl x, die wir auf diese Art konstruieren, wir sehen da auch gleich ein Beispiel, die unterscheidet sich also von der ersten Zahl in der Liste mindestens mal in der ersten Nachkommastelle und von der zweiten Zahl in mindestens der zweiten Dezimalstelle und von der dritten in mindestens der dritten Dezimalstelle und so weiter. Die unterscheidet sich also letzten Endes von jeder Zahl in der Liste. Und das bedeutet, die Zahl x, die ist selbst nicht in der Liste enthalten. Und das ist ein Widerspruch zu der Annahme, wir könnten eine solche Liste erstellen. Das heißt, egal wie wir die Liste konstruieren, wir können immer eine Zahl konstruieren, tatsächlich sogar sehr viele, aber es reicht, wenn wir eine konstruieren können, die definitiv nicht in der Liste enthalten ist. Das ist der logische Widerspruch. Und daraus folgt eben, dass die reellen Zahlen überabzählbar sind. Wir können niemals eine solche Liste schreiben. Und es spielt dabei, wie gesagt, keine Rolle, dass wir in endlicher Zeit natürlich sowieso nicht eine unendliche Liste aufschreiben könnten. Das ist bei diesen Diagonalargumenten gar nicht notwendig. Beispiel, angenommen, unsere Liste würde so anfangen. Die Zahlen sind nicht der Größe nach geordnet. Es spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge die aufgeschrieben sind. Irgendeine Reihenfolge von Dezimalzahlen, die dürfen auch unendlich viele Dezimalstellen haben. Und was wir jetzt machen ist, wir wählen die rot markierten Ziffern aus, also in der ersten Zahl die erste Nachkommastelle, bei der zweiten die zweite, bei der dritten die dritte und so weiter. Also die roten Ziffern sind die Diagonale, daher kommt der Begriff Diagonalargument wieder. Und wir können jetzt eine Zahl x wählen, die sich in der ersten Nachkommastelle von der 1 unterscheidet. Zum Beispiel können wir die 2 wählen. In der zweiten Nachkommastelle soll die sich von der 4 unterscheiden, da wählen wir die 5. Dann hier von der 8 unterscheiden, in der dritten Nachkommastelle, wir wählen die 9. Also ihr seht, wir wählen zum Beispiel immer 1 mehr als Ziffer.
Nach der 0 kommt wieder die 1, wir gehen zyklisch vor, also in der vierten Nachkommastelle statt 0 wählen wir 1 und dann statt 4 5, statt 9 wieder 0 und so weiter. Und diese Zahl, die jetzt hier konstruiert wird, die ist auf jeden Fall nicht in der Liste enthalten, denn die unterscheidet sich eben in jeder Nachkommastelle von mindestens einer Zahl der Liste. Das war also der Beweis der Überabzählbarkeit der reellen Zahlen, ein sehr wichtiges Ergebnis. Und in der nächsten Folge werden wir dann den Satz von Cantor kennenlernen. Vielen Dank.